Hallo bei Royal Insight. Es war die Nachricht der Woche. Im April 2016 wird Prinz Carl Philipp von Schweden zum ersten Mal Papa. Eine ganz besondere Aufgabe, für die er kürzlich sogar schon üben konnte. Schließlich ist er der Hauptpate seines kleinen Neffen Nikolas. Ich war bei der Taufe auf Schloss Trottningholm vor Ort und konnte ganz genau beobachten, wie stolz er darauf ist. Stolz? Das ist auch Karl Philipps eigener Patenonkel, Prinz Leopold von Bayern, der uns in dieser Folge erzählt, welche lustige Geschichte ihm 1979 bei der Taufe des Königssohns passiert ist. Wir kamen an, haben im Schloss gewohnt, beim König von Schweden, und ich habe dann meine Koffer ausgepackt, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wo ist denn der Kött? Da sagt sie, wie der Kött? Den hast doch du eingepasst. Und ich habe den Kött nicht eingepackt. Dann habe ich gesagt, ja, wo ist er jetzt? Ja, der ist nicht dabei. Sei um Gottes Willen, dann bist du fokussiert, vorne sitzen in der ersten Reihe. Also ohne Kött geht nicht. Habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Dann haben wir die Idee gedacht, vielleicht gibt es so einen Kostümverleih, wo man sich einfach so einen Kött leiht. Das wurde dann in die Wege geleitet, aber es gab keinen Kött. Wahrscheinlich haben einige andere auch, die nicht, man hatte nicht so ein Kleidungsstück in meinem Schrank hängen. Wir natürlich, weil wir es öfters benutzen. Doch Prinz Leopold wusste sich natürlich zu helfen. Dann habe ich gesagt zum König, habe ich gesagt, du, also Karl Gustav, ich habe ein Riesenproblem. Ja, was hast du für ein Problem? Sag ich, du, ich habe meinen Kött nicht dabei. Ja, und jetzt, sage ich, kannst du mir vielleicht deinen Kött leihen? Er hat ja mehrere. Ja, gleich der. Jetzt ist er nicht so groß wie ich, gell, ein bisschen kleiner. Und jetzt habe ich den Kött anprobiert und es sah aus wie Hochwasserhosen, gell? Und meine Arme sind auch ein bisschen länger wie seine. Jetzt denke ich mir, um Gottes Willen, sitzt du da vorne, Fernseh-Live-Übertragung, und da sitzen die ganzen anderen Paten, die Königin von Dänemark, dann der Prinz Bertil, dann ich und so. Und hast jetzt eben einen Kött an, wo keiner wusste, dass es vom König war. Jetzt habe ich immer die Hose runtergezogen, damit man also nicht so sehr die Hochwasserhose sieht, oder die Ärmel habe ich so runter. Na, das ist Prinz Leopold sicher kein zweites Mal passiert. Und wenn wir schon beim Thema Taufe sind, da stehen in Schweden nächstes Jahr gleich zwei Events an. Denn nicht nur Karl Philipp wird Papa, sondern auch seine Schwester Victoria erwartet den zweiten Nachwuchs. Mal sehen, welche lustigen Geschichten sich auf den Taufen ihrer Kinder ereignen.